Hi und hallo, meine lieben Freunde. Wir sind hier bei der Esmeralda. Die Esmeralda schläft. Und der Bertel. Ich sehe ihn gar nicht. Ach, der schläft auch hier drüben. Oh. Und, ja. Diesmal hat der Edwin was kaputt gemacht. Oh, partout. Ja, partout. Partout kaputt gemacht. So. Da eigentlich müsste er das ja auch reparieren, ne? Aber ich glaube, der macht das nicht. Der wird nur hier ewig die Pfütze aufputzen. Ja. Weil es schmutzig ist. Du hast schmutzig gemacht. Gut, wie weit ist denn die Esmeralda mit ihrem Schlafbedürfnis? In der Mitte. Ah, ich glaube, dann spulen wir mal ein bisschen vor. Das dauert mir doch zu lange gerade. Der Edwin guckt Fernsehen. Statt mal hier irgendwie den Wasserschaden zu beheben. Und die Pfütze wird größer und größer. Schön. Herrlich. Gut, dann muss die Esmeralda mal etwas früher aufstehen. Muss ihn mal bitten, dass er das repariert. Weil wir können das jetzt gerade nicht machen. Und wann ist eigentlich Vollmond? In 3 Tagen. Wir müssen nämlich aufpassen, dass wir unsere Elixiere rechtzeitig verkaufen. Und wir müssen am besten bis dahin nochmal einige herstellen. So, da kommt sie. Und mal schauen, wie er reagiert, ob er das jetzt machen kann. Arna Nikaya Janzo. Laderna Viv. Benuefna Malevna. Hier noch irgendwas zum Essen? Im Inventar. Ja, wir haben Äpfel. So, das ist gut. Kann die den mal essen? Ja. Der Edwin, ja, hat Spaß. Okay, und die Esmeralda kann ja jetzt eigentlich wieder ins Bett zurückgehen. Was macht das Bärtelchen? Hat Hunger. Und will kratzen. Ja, dann geh mal kratzen. Wir auch so. In ein paar Tagen ist Gruseltag. Ab morgen können Kinder und Teenager ihre Nachbarn besuchen, um Süßes oder Saures bitten. Vergiss nicht, dein Kostüm vorzubereiten. Ja. Eigentlich sind die Esmeralda und der Edwin ja schon gruselig, ne? Da müssen die nicht unbedingt noch ein Kostüm tragen. Aber schauen wir mal. Vielleicht können wir eine Gruseltagsparty veranstalten. Wir haben ja schon lange keine Party mehr gemacht. Andererseits sollte die dann nicht möglich, also möglichst nichts kosten. Weil wir einfach nicht viel Geld haben. Oder wir heiraten am Gruseltag. Auch eine schöne Idee. Oder vielleicht habt ihr auch eine Idee, was wir am Gruseltag machen oder unternehmen könnten. Gut, wir spulen mal ein bisschen vor. Der Bertel kann man dann aus dem Napf ein bisschen was fressen. Ja. Und dann braucht er auch mal ein paar Streichleinheiten schon wieder. So, das ist doch schon mal jetzt gut. Weil sein Wunsch hat sich erfüllt. Und der Edwin, ja, ich weiß nicht, der steht da jetzt. Jetzt geht er schlafen. Gut, soll er schlafen gehen? Haben wir ja nichts gegen erstmal. Dann kann der Bertel ja eigentlich erst nochmal auf die Jagd gehen.
Esmeralda schläft ja eh noch. In dieser Folge passiert nicht so viel gerade, da wird geschlafen. Schon die, ja, ich sag mal so grob, das erste Drittel ist fast um. Und die Esmeralda hat bis jetzt kaum irgendwas gemacht, außer geschlafen. So, jetzt aber. Jetzt steht sie gleich auf. Und dann, ja, dann muss sie natürlich noch was essen, ist ja klar. Genau. Hat eigentlich gerade nicht sehr viel zu erzählen. Was könnte ich denn mal erzählen? Ja, wir haben Januar. Ich könnte mal ein bisschen was bezüglich meiner nächsten Projekte erzählen. Also, es wird morgen, ich glaube, es müsste morgen sein, ein neues Projekt kommen. Das heißt Enslaved. Ich hoffe, ich vertue mich da jetzt nicht mit den Folgen, wann welche Folgen hochgeladen werden, aber ich glaube, es passt schon so. Ist ein ganz tolles Spiel. Könnt ihr gerne mal reinschauen, wenn ihr wollt. Ich habe das schon einmal gesehen, das Spiel. Also ich spiele es nicht blind. Und ich will eigentlich auch noch gar nicht viel verraten dazu. Es ist ein schönes Spiel und lasst euch einfach überraschen. So, und die Esmeralda, die geht hier in die Küche und holt sich was zu essen. Das finde ich gut. So, dann könnte sie hier auch mal ein bisschen Haushalt machen. Es muss ja nicht immer alles nur im Edwin hängen bleiben. Ja, wird eine interessante Folge. Also, das meine ich jetzt nicht so wirklich bis jetzt. Aber Haushalt muss halt auch mal sein. So, der kleine Edwin bewacht seinen der kleine Bertel bewacht seinen Napf. Was habe ich heute mit dem Edwin? Und der ist einsam. Ah ja. Kann ich jetzt gerade nicht ändern. Die Esmeralda muss sich mal um sich selbst kümmern. Wir kommen schon noch zu dir, Bertel. Schärf mal deine Krallen ein bisschen. Gut, wir können das aber vorspulen. Das ist nicht so dramatisch. Der Bertel könnte diesen Käfer doch mal fangen, oder kann er das nicht? Nee, scheinbar nicht. Und unser Unkraut im Garten ist ganz schön hoch, sag ich mal. Höher als die Pflanzen. Könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr einen Garten habt, wenn ihr wollt. Und ob ihr Gartenarbeit mögt. Oder ob ihr das nicht mögt, so Unkraut jäten und solche Dinge. Irgendwas anpflanzen. Ich hab ja so einen kleinen Gemüsegarten oder sowas. Oh, was heißt hier oh? Ansonsten habe ich erstmal keine weiteren Projekte geplant. Also das stimmt zwar so nicht. Ich habe natürlich schon viele Projekte geplant, aber es sind noch einige am Laufen. Und momentan ist da eigentlich kein Platz, sag ich jetzt mal, um noch ein neues einzureihen. Aber, naja, ist jetzt so schlimm eigentlich auch nicht. Guck mal, die Esmeralda, die singt so schön, ne? Und du machst jetzt hier irgendwie die Musik an. Das muss ja jetzt auch nicht sein. Naja, whatever. Wir können ja auch natürlich mit dem Edwin mal ein bisschen romantisch werden. Zusammen tanzen, ja.
langsam tanzen. Der Bärtel hätte zwar auch ein bisschen gerne Aufmerksamkeit. Freundlich betteln, beschnüffeln. Ja, da muss Esmeralda mal ganz kurz warten. Was ziehst du dir denn an? Dein Arbeitsoutfit oder was? Interessant, zum Tanzen. Oh, Stubi. Tja. So, jetzt aber. Der Bärtel ist mindestens schon mal wieder im grünen Bereich, also kurzfristig gerettet. Dann kann er ja mal schlafen gehen. So, und die zwei könnten dann... Ich weiß nicht. Hier ist ja keine Musik, da können die doch eigentlich ja auch nicht tanzen. Ja, dann können wir die Musik auch ausmachen, Leute, wenn ihr jetzt hier hingehen wollt. Ronnie just super du love die Nase. Nibna weeps. So, was können wir denn hier noch tun? Tauglichkeit loben. Küssen. Wir müssen natürlich daran arbeiten, dass die Esmeralda mal endlich zu ihrem Techtelmechtel kommt. Und irgendwie kommen wir da schon hin. Auch wenn es möglicherweise noch ein bisschen dauert. Könnten einen Insider-Witz einfordern. Könnten um eine Verabredung bitten. Eine Verzauberung wirken. Nein, die Eisexplosion doch nicht. Tauglichkeit loben. Nochmal. Das. Ich glaube, das kommt eigentlich immer ganz gut. Schere, Stein, Papier. Ja. Warum auch nicht? So, spleen da mal. Umarmen. Ein Geheimnis verraten. Wäre doch auch nicht schlecht. Obwohl, ich glaube, er kennt schon alle unsere schlechten Geheimnisse. Und wir auch. Oh, wir könnten ihn unterrichten, den Ping und sein Halma. Also das ist ja dieses eine Lied, was wir auch noch gelernt haben. Das eine haben wir mir, glaube ich, schon beigebracht sogar. Na, wir flirten dann einfach mal ein bisschen mit ihm. So. Tierruf. Nein, nein, nein. Webgi. So, die beiden verstehen sich auf jeden Fall gut. So, ihre Lieblingsspeise ist Kekse. Wir können aber hier nicht viel tun. Vielleicht ist das auch, weil er unser Mitbewohner ist. Aber warum sollten wir nicht mit unserem Mitbewohner ein Techtelmechtel haben können? Das gibt irgendwie für mich jetzt keinen großartigen Sinn. Ein überschwänglicher Kuss. Verliebt umarmen. So ein überschwänglicher Kuss. Wo waren das? Ja. Oh, er hat ein Beutetier gefunden. Der Bärtel hat das gefangen. Oh. Ja, das war wieder ein schöner Bug. Taube von 21. Naja, besser wie nix. Sind immerhin 21. Hat der Bärtel sein Futter von den letzten 2 Wochen verdient. Auch gut. Clark. Und er hat sich einen Wunsch erfüllt. Noch dazu. So, hier klingelt die ganze Zeit das Telefon. Jetzt hat es aufgehört. Ja. Um Schutz bitten. Wir müssen da schon irgendwie hinkommen, ne? Ein Witz.
Zara. So, wir können das auch wirklich überhaupt nicht machen. Auch hier nicht. Oder? Doch. Wir versuchen es mal. Hauptsache, die Esmeralda würde endlich dazu zu ihrem Techtelmechtel kommen. Squadji. Ich weiß auch nicht. Warum er sich dagegen so sträubt. Ja, you wonder. Das sieht gut aus. Ich denke, dann wird die Folge vielleicht noch ein Erfolg. Sie hat es geschafft. Sie hat ihn endlich um den Finger gewickelt. Ja, meine lieben Freunde. Die Esmeralda kommt endlich zu ihrem Techtelmechtel. Und man hört schon, die beiden haben Spaß hier unter der Dusche. Obwohl er schon wieder Hunger hat. Aber wir haben es geschafft. Dann würde ich sagen, steht der Hochzeit ja jetzt langsam nichts mehr im Wege. Ja, Esmeralda Gewitter hatte ihr erstes Techtelmechtel mit Edwin von Stein. Die Unbeholfenheit dieser ersten romantischen Begegnung wird ihr eine Weile in Erinnerung bleiben. So, genau wie die Aufregung der neuen Romanze. Ja, neu ist die Romanze ja nicht direkt, aber die beiden hatten ja schon einige Schwierigkeiten hinter sich mit der Panne im Schlafzimmer und all diese Dinge. So. Ja, ich finde es soweit ganz gut. Das ist jetzt sehr schön. Wir können auf jeden Fall der Bertel braucht schon wieder soziale Kontakte. Ja, dann kann er auch mal ein bisschen zum Edwin gehen. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt noch einige Elixiere. Das ist ziemlich wichtig. Da soll die Esmeralda vielleicht erstmal noch ein bisschen Alchemie recherchieren. Und ich glaube, im Frühjahr müssen wir unseren Garten mal komplett neu anlegen. Ich weiß gar nicht, erstmal kommt ja noch der Winter. 5 Tagen ist dann Winter. Wir könnten auch mal irgendwas hier drinnen eigentlich pflanzen. Haben wir irgendwas, was man hier einpflanzen könnte? Ja, wir haben... Naja, doch, wir könnten eine Baldrianwurzel hier einpflanzen. Nö, können wir gar nicht. Hätte ich jetzt mal so gedacht. Ist aber nicht so. Ach so, ging das. Ja, bei den Sims 4 ist alles etwas anders. Uiuiui. Okay, dann muss sie das aber natürlich zuerst machen und dann kann sie Alchemie recherchieren. Ja, dann machen wir das ein bisschen schneller. Schauen wir mal, was der Edwin tut. Geht nach draußen. Ah, sehr schön, er macht was mit dem Bertel. Das ist super. Er spielt mit dem Laserpointer, mit dem Bertel. Bleib aber drin, das ist mir etwas laut da draußen. Hauptsache, der Bertel wird bei guter Laune gehalten. Das ist schon mal ganz gut so. So. Ja, das ist doch ganz toll. Dann könnten wir wirklich langsam, aber sicher an die Hochzeit denken.
So, mein liebes Bärtlichen, du könntest aber jetzt schlafen gehen. Es wird schon Zeit, ne? Oh, well, Dwelke. Und es wird nicht nur Zeit, für den Bärtel schlafen zu gehen. Es wird auch Zeit, dass wir jetzt langsam die Folge beenden. Wir schauen noch mal einmal ganz vorher bei den Lebenslaufzeitbelohnungen. Wir bräuchten eigentlich... Wir bräuchten das Alpha-Tier. Ich weiß nicht, das sind sehr viele Punkte. Vielleicht könnten wir aber der Esmeralda was kaufen. Und zwar möglicherweise eine Belohnung fürs Reisen. Hier, Jetsetter. Sims mit diesem Merkmal profitieren von reduzierten Ausflugs- und Reisekosten. Das ist eigentlich so ziemlich genau, was wir brauchen. Und deswegen werden wir ihr das auch mal hier besorgen. Okay, und ich denke, für die nächste Folge ist dann auf jeden Fall wieder ein bisschen Ermittlerarbeit angesagt. Und noch fleißig Elixiere zu brauen, damit wir dann in 3 Tagen diese Elixiere auch verkaufen können. Dann verabschiede ich mich hier von euch. Die Esmeralda ist fast ausgeschlafen. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne und gute Woche. Eure Kalugia, bye bye.